look across the raging war and feel the steady beating of my heart. 嵐の前の静けさに刃を振り下ろしていく。Ahoi und herzlich willkommen an alle Freunde der gepflegten Hochseeballerei. Hier ist wieder euer Hoda mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, was machen wir heute? Zuerst einmal hat sich das Streamteam wieder zusammengefunden. Free Agent ist wieder mit mir unterwegs und wir haben die ARP Miyoko ausgepackt. Den sogenannten Blümchenkreuzer, Fleurerbomber, je nachdem wie ihr ihn nennen wollt. Ja, ist halt ein bisschen viel rosa und lila an dem Teilchen, aber wir sind momentan für diese Aufträge, für die Kamikaze Air unterwegs und da brauchen wir Kreuzersiege und da wir nicht mehr allzu viele Lotiers dabei haben, haben wir gedacht, na, nehmen wir doch mal die ARP Miyoko. Ja, ein recht nettes Schiff. Wir sind ja auf der Karte Ozean unterwegs. Die ist ein bisschen anspruchsvoll für Kreuzer. Die muss man taktisch sehr, sehr geschickt fahren. Warum? Ja, wir haben auf dieser Karte keinerlei Inseln. Die Zerstörer haben hier ihren Tarnwert, die Schlachtschiffe ihre Reichweite und ihre Panzerung. Und was haben wir Kreuzer? Richtig, nichts. Das heißt, wir müssen auf Mitteldistanz ran, müssen praktischerweise unsere Wendigkeit ausnutzen, um hier den Gegner Schaden zuzufügen. Zuschlagen, wenden, zuschlagen, ausweichen und so weiter und so weiter und so weiter. Also wird dieses Gefecht ja höchstwahrscheinlich geprägt sein von einem, es wird zumindest sehr bewegungsintensiv, sagen wir es mal so. Das ist immer ein bisschen kritisch hier. Das Problem ist, sobald man hier gesehen wird, wird man fokussiert und da die Kreuzer ja nun nicht so wirklich eine gute Panzerung haben, ist es ja sehr schwierig, ordentliche Ergebnisse mit Kreuzern zu erzielen auf dieser Karte. So, unser Geheimnis bei der ganzen Sache ist, wir schließen uns hier einem Flottenverband an und bleiben zusammen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Wir geben hier unseren Schlachtschiffen Deckung vor feindlichen Zerstörern. Da geht auch schon einer auf. 14,7 Kilometer ist zwar in Reichweite, aber meine Kugeln sind ja viel zu lange unterwegs, um den auch nur annähernd zu erwischen. Der ist ja schließlich nicht blind. Ja, wie gesagt, gingen halt alle in den Bach. So, fahren wir wieder ein Stückchen runter. Hier ist es meistens so, dass die feindliche Flotte, wenn von oben kommt, also die 1er 2er Linie runter, deswegen bewegen wir uns hier mit zwei befreundeten Schlachtschiffen auf die 1er 2er Linie zu. Wir haben auch zwei Zerstörer, die da voranfahren, die machen da den nächsten Zerstörer auf. Das ist eine Mutsugi. Schauen wir mal, ob wir der ein bisschen schaden können. Angeähmt. Ich scheine nicht besonders. Ja doch, jetzt dreht sie nach links. Dann streuen wir die Salve ein bisschen. Da bekommt sie ziemlich harten Damage, weil sie gleich Feuer von allen Seiten bekommt. Und auch ich konnte da noch einen Schuss anbringen. Ja, da war nochmal eine ordentliche Salve, die sie da erwischt hat. Die hat keine Lust mehr zu spielen. Allerdings hat unser erster Zerstörer auch schon richtig leiden müssen. Die Fahrer gut da oben. So, naja, bewegen wir uns weiter Richtung 1er 2er Linie. Andreas bekommt ja auch schon konzentriertes Feuer, deswegen zieht er sich ein Stück zurück. Wir fahren wieder ein bisschen zusammen. Fokusfeuer heißt das Zauberwort, mit dem man auch größere Gegner in die Knie zwingen kann. Denn wie ihr ja seht, hier ist das hauptsächlich ein Achtergefecht und wir mit unseren Siemern sind da natürlich eine Tierstufe unterlegen. Jetzt nehmen wir uns die Amagi vor. Ich setze eine Salve ab. Free Agent setzt eine Salve ab, ein Schlachtschiff setzt eine Salve ab, ihr seht das, kommt wunderbar konzentriert rein. Jawohl, können wir 4.000 bis 5.000 Schaden machen, haben ein Feuer entfacht und die restlichen Verbündeten haben da auch ziemlich hart zugeschlagen. Und schon hat die Amagi eine ganze Menge von ihren Punkten verloren. Wie ihr seht, weiche ich hier wirklich nach jeder Salve, wechsle ich hier den Kurs, um da wirklich dem Beschuss zu entgehen. Mittlerweile werde ich zwar noch nicht beschossen, aber ja, sicher ist sicher. So, der gegnerische Verband tritt oben wieder aus meiner Reichweite raus. Man muss hier nur aufpassen, dass man nicht separiert wird, also dass man nicht alleine fährt, irgendwie abgetrennt wird von der Gruppe, weil dann, wie gesagt, fokussiert sich der Gegner auf einen und nimmt einen ziemlich schnell raus. So, da ist ein Admiral Hipper.
Auch der schicken mir eine HE-Salve entgegen. Ich nehme bei den japanischen Kreuzern vorwiegend HE, da sie, wie gesagt, einen recht ordentlichen Alpha-Schaden mit der HE-Munition haben und außerdem doch eine recht hohe Brandwahrscheinlichkeit mit 17%. Da ist eine Pensacola, die dreht gerade quer. Schießen wir mal auf die. Weichen gleichzeitig wieder aus, drehen das Schiff. Treffen ihn zwar nur für 9 oder 15 Platten, aber seine Salve platscht in den Bach, so wie geplant. So, schauen wir mal, schicken wir noch was rüber. So, für die Pensacola hat sich da erledigt. Wie ihr seht, wie gesagt, ein Verband aus zwei Kreuzern und zwei Schlachtschiffen ist doch eine recht angenehme Sache. Da uns die Schlachtschiffe von hinten mit ihren schweren Geschützen ordentlich Feuerschutz geben können und sie sich sicher sein können, wenn hier Kreuzer sind, sind sie halbwegs sicher vor Angriffen feindlicher Zerstörer. Von dem sie ja nun auch bloß eins haben. Da ist eine Mikhail Kutuzov, die hat sich gerade eingenebelt, das ist die Besonderheit dieses Tier 8 Premium Kreuzers der Russen. Die hat eine Nebelladung an Bord. So, da die zugenebelt ist, schießen wir doch einfach wieder auf die Amari. Die hat dann eine Salve abgesetzt. Die geht allerdings, denke ich mal, auf dem Schlachtschiff. Ihr seht das, konzentriertes Feuer ist wirklich eine hübsche Sache. Da bekommt sie ordentlich Feuer rein von allen vier Schiffen, die hier unterwegs sind. Und die Admiral Hipper läuft oben auch wieder in den Zielkreis rein. Schießen wir auch nochmal eine Salve hoch. Immer schön gerecht verteilen unsere Mumbeln hier. Jawohl, da haben wir ein Feuer entfacht. Das ist immer eine gute Sache. Das war Feuer Nummer 2. Und nochmal was hinterher geschickt. Auch hier seht ihr wieder, wenn ein Schiff einzeln irgendwo auftaucht vor einer Gruppe, wird sie doch recht hart unter Feuer genommen. So, die Amagi ist wieder aufgegangen im Nebel. War sie wieder zu, aber ich konnte mir ungefähr ihre Position merken und schicken dort nochmal eine Salve rüber. Wechseln sofort wieder den Kurs. Treffen zweimal. Von der Amagi ist nicht mehr viel übrig. Oh, da kommt eine Mogami rein. Mogami, ziemlich unangenehmes Schiff mit den 155 mm Geschützen. Sehr hohe Feuerrate. Sehr große Reichweite und auch eine ziemlich hohe Brandwahrscheinlichkeit. Die werden wir uns erstmal vornehmen. Jawohl, die erste Salve sitzt. Das waren ordentlich 7000 Punkte und ein Feuer entfacht. Ihr seht das, wie gesagt, ein recht hoher Initialschaden der HE-Granaten. Zweite Salve hinterher gefeuert. Ja, das waren nochmal 7000 Damage und das Feuer erledigt den Rest und somit haben wir Kill 1 auf der Uhr. Der Gegner hat hier schon 4 Schiffe verloren, wir erst einen Zerstörer. Das ist dann doch ein Vorteil für uns, vor allem wir auf die Kutuzov. Ja, da habe ich das Training nicht ganz berechnet, nur ein Treffer am Heck leider. Ja, wenn sich die Schiffe am Kartenrand befinden, ist es meistens recht schwer, dann vernünftigen Treffer anzubringen, aber ein Schlachtschiff erledigt hier den Rest. Sehr schön, jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge Schiffe rausgenommen auf der Seite. Da kommen Torpedos. Drehen wir nach oben, kein Problem für uns, um auszuweichen. Und die haben wir auch noch zweimal erwischt. Allerdings aus dem ungünstigen Winkel, von daher... Oh je, von dort aus der Mitte kommen Torpedos, da muss ich einen Zerstörer befinden. Feuern weiter auf die Hipper und drehen dann Richtung Mitte ein. Um unseren Schlachtschiffen wieder etwas Schutz angedeihen zu lassen. Eins hat es da erwischt. Jetzt kommt da von oben die Nürnberg rein. Da möchte ich natürlich ungern meine Breitseite zeigen. Die ist zwar bloß ein Tier 6 Kreuzer, aber durch ihre enorme Feuergeschwindigkeit kann auch sie uns zur Gefahr werden. Die Hipper schießt mit mit AP. Das sollte man mit den Deutschen auch tunlichst machen, weil die AP-Munition der Deutschen wesentlich besser ist wie die HE-Munition. So, die Hipper, die Nürnberg läuft quer. Nochmal eine Salve mitgegeben. Jawohl, wieder in Brand geschossen. Das ist mittlerweile Brand Nummer 5, den wir hier verursacht haben. Das ist eine anständige Sache. Da kommen Torpedos runter vom Gas, hart eingedreht.
um der ganzen Sache zu entgehen. Das sieht gut aus, das nehmen wir raus. So wird das gemacht. Naja, mittlerweile bekommen wir hier dann doch ein bisschen Feuer, weil ich ein bisschen vorgelagert unterwegs bin. So, die Nürnberg, die Nürnberg, die Nürnberg nehmen wir jetzt uns vor. Wir treffen bloß Reiter ein bisschen schlecht, aber da kommt die Salve rein. Naja, minimaler Schaden, wir haben nachgeladen. Salve, jetzt läuft er quer, viel Platten hat er nicht mehr, das dürfte es gewesen sein. Jawohl, versenkt kann man. Sehr schöne Sache das. Das heißt, ein Brandstifter weg und wir können unseren Brand löschen, den sie mir gerade vor Ohr gesagt hat. Weil die Hipper, wie gesagt, schießt mit AP. Macht zwar kein Feuer, aber tolle Aua, wenn sie uns doch breitseits trifft. So, jetzt bewegen Free Agent und ich uns nach oben, da wir hier keine Ziele mehr haben, die Hipper vor uns davonläuft. Jetzt machen wir uns auf in Richtung gegnerisches Cap. Wir führen hier recht bequem mit 200 Punkten. Da kann man sich dann doch ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen forscher vorgehen, da ja doch der Gegner schon etliche Schiffe eingebüßt hat. Von Flugzeugen, feindlichen, habe ich hier noch nicht viel gesehen. Die haben unseren Verband bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich denke auch nicht, dass da noch viel kommen wird. Das sind ja auch bloß 7 Flugzeugträger, die haben hier nicht so die Dominanz, sage ich mal, wie ein 8er, 9er oder 10er. Oh, die Hipper feuert immer noch auf mich. So, mittlerweile hat das Schlachtschiff neben mir, da die Amagi, da Verstärkung angefordert. Sie vermutet, dass da ein DD ist. Da geht er auch schon auf. Vermutlich kommen da Torpedos in ihre Richtung. Und dann nehmen wir unsere Aufgabe mal wahr und jagen die DDs, die dann aufgegangen sind. Jawohl, da haben wir ihm die Steueranlage beschädigt. Oder den Motor, je nachdem, aber das sieht eher nach Steueranlage aus. Er nebelt, versucht zu entkommen. Setzt wir blind in etwa in Fahrtrichtung. Nochmal kritisch getroffen und versenkt. Kill Nummer 3 auf der Uhr. Der Zerstörer schießt keine Torpedos mehr. Das heißt, die Gefahr für unsere Schlachtschiffe wurde da recht effektiv bekämpft. Zumindest für das eine Schlachtschiff, das wir noch haben. Der Gegner hat zwar noch 3 Schlachtschiffe, aber die sind jetzt hier ziemlich weit entfernt und weit abgeschlagen auf der 9er 10er Linie, während wir jetzt in Richtung gegnerisches Cap vorrücken. Ja, im TS haben wir gerade abgesprochen, dass wir unser Feuer jetzt auf die Hipper konzentrieren, da die ja nun der gefährlichere Gegner wie der Flugzeugträger ist. 9,5 Kilometer ist sie entfernt, 9,2. Ich wollte eigentlich meine Torpedos einsetzen, aber das lasse ich jetzt, weil sie doch recht nah schon dran ist. Jawohl, da haben wir noch ein Feuer verursacht. Andreas schießt da auch frisch und fröhlich mit drauf. Die Hipper dürfte hier nicht viele Chancen haben, diesen Feuerregen lebend zu verlassen. So, nochmal eine Salve abgesetzt. Andreas, seine geht im Bach, aber er hatte vorher ein Feuer gelegt. Das heißt, Kill Nummer 1 für Andreas. Der Flugzeugträger hat uns nun endlich als Bedrohung erkannt und schickt uns seine Flugzeuge entgegen. Aber der ist nun auch in Reichweite und bekommt ordentlich unsere Geschütze zu spüren. Gleich mit der ersten Salve wurde er in Brand gesetzt. Okay, seine Bomber haben mich auch in Brand gesetzt. Aber das stecken wir locker weg. T gedrückt, Jäger nach oben. Und dann schießen wir ihm noch ein paar Flugzeuge runter. Er hat sein Feuer gelöscht, das heißt sein Reparaturteam ist gerade duschen. Ganz schlechter Moment, da das nächste Feuer auf ihm schon entfacht wurde. Auch ich habe da noch ein Feuer gemacht, 2 Feuer und da kommt die dritte Salve rein. Die kam auch von Free Agent, da hat Free Agent den Unterstützer bekommen, ich den Unterstützer bekommen. Ordentlich Feuer haben wir gelegt, so soll das sein. Die Unterstützermedaille, denke ich mal, ist so ziemlich die höchste Auszeichnung, die ein Kreuzer bekommen kann, weil wenn man die bekommt, hat man alles richtig gemacht. Man war nicht auf Kills aus, hat nicht bloß Schlachtschiffe in Brand geschossen, sondern man hat sein Team unterstützt und so viele wie möglich beschädigt. So, da 3 von uns im Cap sind, ja, kann ich hier entspannt rauslaufen. In unserem Cap steht nur ein Gegner.
Und wir fahren noch ein bisschen der Colorado dahinterher, um eventuell noch den einen oder anderen Treffer anbringen zu können. Ja, 10 Brände, 77 Treffer, 3 Schiffe versenkt. Und die Unterstützermedaille für Free Agent gab es 2 Kills und die Unterstützermedaille, er durfte da auch etliche Treffer gelandet haben. Ich denke, wir haben hier unsere Aufgabe auf dieser Map, die taktisch doch nicht so einfach zu fahren ist für Kreuzer, recht gut erfüllt. Und da haben wir gleich noch ein Feuer gemacht. Wunderbare Sache das. Schickt man eine Salve hinterher, die kommt leider aber wahrscheinlich nicht mehr an, da das Spiel jetzt vorbei ist. Jawohl, haben wir durchgekappt. Gucken wir mal in die Auswertung. Ja, was haben wir? 84 Treffer insgesamt, 2 Flugzeuge abgeschossen, 11 Brände, 3 Schiffe versenkt und die Unterstützermedaille. Ja, ordentliche Leistung. Das bringt uns zwei mit unseren 2 Siemer, die doch unterlegen waren, immerhin auf Platz 1 und 2. Jeweils mit der Unterstützermedaille. Klassenauftrag erfüllt, würde ich mal sagen. Schaden, naja, gut, rund 78.000 Damage sind rumgekommen. Eine Riesenliste von Flugzeugen haben wir beschädigt. Ach, Quatsch, von Schiffen haben wir beschädigt. Und auch ordentlich wieder Kredit und EP eingesackt. Ja, wunderbarer Sieg. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf HODA TV und denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.